im Hier und Heute, um uns zu vergewissern und zu orientieren. Wir rufen vergangene Ereignisse ins Gedächtnis, um für die Herausforderungen von Gegenwart und Zukunft gewappnet zu sein, um zu versuchen, aus der Geschichte zu lernen, damit wir die gleichen Fehler wenigstens nicht noch ein zweites Mal begehen. Und deshalb sollten wir den Tag der Deutschen Einheit nutzen, um über die vor uns liegenden, auch nicht einfachen Entscheidungen und Optionen nachzudenken. Und dafür gibt es natürlich kaum einen besseren Ort als hier in der Frankfurter Paulskirche, wo am 28. März 1949 die erste demokratisch beschlossene Verfassung des Deutschen Reiches verkündet wurde. Und meine Damen und Herren, man muss, und das ist das Aktuelle, schon sehen, dass es von dieser Verfassung, von der Paulskirchenverfassung, eine direkte Beziehung zu dem gibt, was die Mütter und Väter unseres Grundgesetzes 1949 in die Präambel geschrieben haben. Damals stand, das gesamte deutsche Volk bleibt aufgefordert, in freier Selbstbestimmung die Einheit und Freiheit Deutschlands zu vollenden. Und an die Erfüllung dieses Gebotes erinnern wir am 3. Oktober. Aber zuvor, vor dieser Aufforderung, steht in dieser Präambel des Grundgesetzes 1949 schon der Satz, das deutsche Volk von dem Willen beseelt, als gleichberechtigtes Glied in einem vereinten Europa dem Frieden der Welt zu dienen. Und damit war schon, manche haben es fast vergessen, damit war schon 1949 unser Weg in ein vereintes Europa umschrieben worden. 1949 wusste man, dass Deutschland nach der Katastrophe der zwei Weltkriege und nach dem Grauen der Hitlerzeit, wenn überhaupt nur in einem sich vereinenden Europa, noch einmal eine neue Zukunft finden konnte. Nach Auschwitz und Holocaust, nach deutscher und europäischer Teilung und nach einem Kalten Krieg, der nicht nur einmal am Rande eines atomaren Infernos stand. Nach all dem ist die staatliche Einheit Deutschlands als demokratischer und freiheitlicher Rechtsstaat umgeben von befreundeten Nationen, mit allen unseren Nachbarn. Das ist für möglich und für uns Wirklichkeit geworden. Eine solche glückliche Entwicklung war eigentlich im Vorhinein nicht unbedingt zu erwarten. Zunächst einmal standen ja gegen die Möglichkeit einer deutschen Einheit die Teilung Europas in zwei sich feindlich gegenüberstehende und militärisch hochgerüstete Blöcke. Hunderttausende russischer Soldaten und Waffensysteme aller Art waren im Osten Deutschlands stationiert. Und was die damaligen Machthaber in Moskau über die Möglichkeit demokratischer Umwälzungen in ihren Satellitenstaaten gedacht haben, das konnte man wiederholt besichtigen. Am 17. Juni 1953 in Ost-Berlin, in Ungarn 1956, in der damaligen Tschechoslowakei 1968 und noch in Polen war 1981 noch das Kriegsrecht verhängt worden. Das Muster war überall dasselbe. Und man musste davon ausgehen, dass es auf absehbare Zeit Veränderungen in Ost- und Mitteleuropa ohne gewaltsame, blutige Auseinandersetzungen nicht geben könnte. Seit Mitte der 80er Jahre hatte Michail Gorbatschow, der Redner des vergangenen Jahres, mit seinen Reformen in der Sowjetunion international ein neues Klima vorbereitet. Und ab dem Sommer 1989 ging es dann ganz schnell und immer schneller. Demonstrationen überall in den kommunistischen Ländern Ost- und Mitteleuropas und eben auch in der DDR. Die Öffnung der Mauer am 9. November 1989, die demokratischen Wahlen zur Volkskammer am 18. März 1990 mit einer eindeutigen Mehrheit für eine zügige Wiederherstellung der deutschen Einheit. Das war die Hauptfrage im Wahlkampf. Ist später auch oft in Frage gestellt worden von Übernahmen ähnlich. Nein, es war eine klare Entscheidung der klaren Mehrheit der Wählerinnen und Wähler. Die haben übrigens mit über 90% Wahlbeteiligung gewählt. Alles, was man vermisst, ist wertvoll und alles, was man selbstverständlich hat, verliert an Wertschätzung. Man kann es an der Wahlbeteiligung schön studieren. Jedenfalls
Und am 1. Juli war dann schon die Wirtschafts- und Währungsunion. Mit all den Folgen, auf die ich noch zu sprechen komme, jedenfalls andeutungsweise. Und am 3. Oktober, dem schnellstmöglichen Termin, wenn man die Wiedervereinigung, die Herstellung der staatlichen Einheit im Einvernehmen mit unseren Partnern und Nachbarn machen wollte. Das war nämlich der Tag nach der KSZD-Außenministerkonferenz in Paris. So ist der 3. Oktober entstanden. Das kann ich gelegentlich mal wieder authentisch mitteilen, weil gerätselt wird, was für dumme Gedanken hinter dem 3. Oktober stehen. Es war der erste Termin nach Abschluss des 2+4-Prozesses und der KSZE-Außenministerkonferenz, an dem die staatliche Einheit vollzogen wurde. Bei der großen Mehrheit war die Forderung nach demokratischer Umgestaltung eindeutig mit der Forderung nach Wiederherstellung der deutschen Einheit verbunden. Und deswegen wurde aus dem Ruf »Wir sind das Volk« rasch eben der andere Ruf »Wir sind ein Volk«. Und nun muss man im Auge behalten dabei, dass der demokratische Rechtsstaat sich bei uns im Westen Deutschlands seit der Gründung der Bundesrepublik zuerst unter alliiertem Schutz hatte entwickeln und allmählich und zunehmend auch hatte festigen können. Während die Menschen in der DDR sich das Jahr 1989 in einer friedlichen Revolution, aber mit einem zunächst sehr hohen persönlichen Einsatz und Risiko hatten erkämpfen müssen. Und weil für alle klar war, dass das deutsche Volk seine Einheit ausschließlich im Rahmen einer freiheitlichen und demokratischen Ordnung erlangen wollte. Nur deshalb fand die Wiedervereinigung nach einigem Zögern so viel Anerkennung und Unterstützung bei allen unseren Nachbarn und Partnern in Europa und in der Welt. Und deswegen war Einigkeit und Recht und Freiheit als Dreiklang 1989 nicht nur Motto, sondern zentrale Voraussetzung für den Erfolg. Ohne diesen Dreiklang wäre es nicht geworden und wäre schiefgegangen. Im Grunde sind seit Konrad Adenauers Verknüpfung der Orientierung auf die Wiedervereinigung mit der gleichzeitigen kompromisslosen Westbindung der Bundesrepublik Deutschland die Weichen so gestellt gewesen, dass eine Wiederherstellung der deutschen Einheit direkt mit der europäischen Integration, dem übrigens schon 1957, glaube ich, im Vertrag von Messina formulierten Ziel eines immer engeren Zusammenschlusses der europäischen Völker verbunden wurde. Der Grund dafür liegt nicht so sehr in einem schwärmerischen europäischen Ideal, sondern in der gar nicht uneigennützigen Einsicht, dass eine solche europäische Einbindung eines einheitlichen Deutschlands das offenkundigste Mittel ist, um den dauerhaften und stetigen Erfolg der deutschen Einheit sicherzustellen. Es gab ja bei vielen unserer Nachbarn, vor allem im Westen, durchaus Bedenken gegen die Wiedervereinigung, die aus schwierigen historischen Erinnerungen resultierten. Und solche Erinnerungen kann man ja nicht einfach aus der Welt schaffen. Sie sind da und sie bestimmen nolens, volens die politische Wahrnehmung vieler Menschen. Wir haben deshalb auch 1990 und in den Folgejahren unsere Nachbarn in Europa nicht einfach davon überzeugt, dass Deutschland heute anders geworden ist, obwohl dass wir da viel erreicht haben und es heute so gesehen wird. Aber es war eben 1990 kein diplomatischer oder politischer Kuhhandel, dass die europäische Einbindung der deutschen Einheit so ausdrücklich festgehalten wurde, sondern es war die Einsicht, dass beides zusammengehörte. So haben wir die Chance auf die Wiedervereinigung erreicht und nur so können wir dauerhaft diese Einheit in Freiheit und Stabilität wahren. Wir wären schlecht beraten, wenn wir heute meinten, dass sich das überholt hätte. Es gilt nach wie vor, dass die Zukunft des wiedervereinten Deutschlands untrennbar mit seiner Integration in europäische Institutionen und mit der Fortentwicklung dieser Institutionen verbunden ist. Wenn wir uns also heute und in Zukunft an die Wiedervereinigung des Jahres 1990 erinnern, so tun wir das mit Freude und Stolz über das damals und seitdem Erreichte, aber wir tun es vor allem im Bewusstsein der Verantwortung für die weitere Ausgestaltung dieser deutschen Einheit in einem vereinten Europa. Denn nur auf diesem Weg, und davon bin ich fest überzeugt, können die drei Ideen von Einigkeit und Recht und Freiheit nicht nur zusammenkommen, sondern auch zusammenbleiben. Herzlichen Dank.